Im heutigen Roblox-Vokabeln-Video habe ich zusammen mit der YouTuberin Emily das Spiel Finde den Fehler gespielt. Dabei geht es darum, dass Emily jetzt zum Beispiel einen Prop versteckt und ich muss erkennen, was hier anders aussieht. Und naja, ein Profi war ich nicht wirklich da drin. Aber Leute, wollt ihr mehr so Finden den Fehler-Videos sehen, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare, auch mit welchem YouTuber ich das Ganze machen soll. Würde mich mega interessieren. Schaut doch gerne bei Emily vorbei, vergesst das nicht. Und ich würde sagen, ich rede nicht mehr zu lange und los geht's. Okay, Leute, damit sind wir auch schon in Brookhaven mit Emily, dem Stinky. Hallo? Sag mal, warum nennst du mich eigentlich gerade Stinky-Mayonnaise? Ich erinnere mich, dass du schon ziemlich viele Zwiebeln gegessen hast. Ja, ja, ja. Hä, also trotzdem ändert das nichts daran, dass du ein Stinky bist, weil du immer pupst. Ja. Klar. Hä, ist doch so. Egal. Jedenfalls, weißt du, warum du heute hier bist? The boy's a liar. Nö. Sag's mir mal. Du bist hier, weil du hast den Pups-Wettbewerb gewonnen. Weißt du? Echt jetzt? Nö. Ey, du bist so unlustig. Ich kann erzählen. Warum okay. Bin ich hier in Brookhaven ganz alleine mit dir? Weil wir machen heute eine ganz besondere Challenge in Brookhaven. Wow, okay. Warum bist du eigentlich kleiner als ich? Ich bin nicht kleiner als du. Du bist kleiner als ich. Nee, siehst du diese eine Haarsträhne? Die ist größer als du. Nein, nicht mal die ist größer als ich. Doch, die ist größer, die ist größer. Okay. So. Okay. Jedenfalls, bin ich hier? Ich werde dir das Spiel erstmal erklären. Und zwar spielen wir heute Finde den Fehler. Weißt du, was das ist? Ja, zum Beispiel, ich habe den Fehler gefunden. Hier ist er direkt vor mir. Okay, alles klar. Jedenfalls, ich werde dir das Ganze erklären, weil du scheint es nicht verstanden zu haben. Also, was wir jetzt machen, komm mal mit hier. Also, guck dir jetzt, wir machen eine kleine Testrunde, damit du es verstehst. Guck dir diesen Raum erstmal an. Wow, ne? Weiß ja, wie der aussieht. Genau. Ah, okay. Jetzt geh raus. Genau. Mhm. Und jetzt machen wir folgendes, Leute. Und zwar, wir nehmen... was könnte man nehmen? Zum Beispiel das hier könnte man nehmen, weil das passt hier perfekt hin. Und dann stellen wir das dahin. Nö, warte, wir machen das dahin. Vielleicht checkt Emily das nicht, aber wir gucken das jetzt gleich. Okay, ich würde sagen, Emily, du darfst wieder reinkommen. Komm rein. Hallo, ich komme. Liegt die hier schon immer? Ich glaube nicht. Okay, ich hab's verstanden. Du legst hier also irgendwas hin von diesen Props und ich muss die finden. Und ja, die Pizza war der Prop. Stimmt's? Genau, richtig geraten. Und so machen wir das abwechselnd. Und der, der am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Und die Leute, die dürfen das in die Kommentare schreiben, wer die meisten Punkte hat und wer dann im Endeffekt gewonnen hat. Let's go! Okay, Leute, und ich würde sagen, weil Emily der Gast ist da hinten, darf Emily anfangen, etwas zu verstecken. Und ich stelle mich gegen diese Wand, damit ich auch nicht spionieren kann. Let's go, Emily. Okay, Freunde. Ich habe jetzt mal geschaut, was es alles so gibt. Es ist zwar schwierig, aber man kann zum Glück ein paar Sachen verändern. Und Freunde, ich zeige euch jetzt mal, was ich hier vorhabe. So, nehmen wir mal das. Okay, aber... Nee, warte mal, Freunde. Ich muss das noch ein bisschen verändern. Ich glaube, Freunde, so ist das doch eigentlich in Ordnung, oder? Würde euch das auffallen? Warte mal. Ich laufe noch einmal rum und schaue. Aber ich glaube, Freunde, das werde ich so übernehmen. Okay, Mario, das heißt, ich habe meinen Props versteckt, bin fertig und du darfst jetzt suchen. Okay, ich würde sagen, ich habe ab jetzt 2 Minuten 30. Emily, stoppst du die Zeit? Ja, in 3, 2, 1 und go. Okay, alles klar. Das heißt, du musst die Zeit auf jeden Fall im Auge behalten. Also, ja, du musst mir einfach ein paar Tipps geben. Hast du es auf der rechten Seite oder auf der linken Seite versteckt? Oder doch in der Mitte? Also, ich kann dir so auf jeden Fall schon mal sagen, hier auf der Seite habe ich nichts versteckt. Okay, perfekt. Dann gehe ich mal auf die ganz andere Seite und mal gucken, ob dort sich irgendwas verändert hat. Ich glaube, wir fangen einfach ganz normal an mit der Bank, würde ich sagen. Mhm. Du hast nur noch 2 Minuten, deswegen beeil dich ein bisschen. Was? Oha, oha. Okay, dann gucken wir hier ganz schnell mal durch. Nimm die Karte mit. Ich muss hier ein bisschen genauer gucken. Aber ich glaube, hier ist auf jeden Fall nichts. Den Tresor hast du nicht gesprengt, oder? Nee, hast du nicht. Ja, anscheinend nicht, okay. Okay, wie anscheinend? Okay. Okay, ja, ich werde es dir nicht sagen. Wir gucken hier mal. Ich glaube, das hier sieht alles normal aus.
Hier ist auch nichts. 1,30 Mayo. Diese Pflanze, die ist ein bisschen sus da hinten. Aber gut, ist ja auch egal. Dann gucken wir ganz schnell hier hinten. So. Nee, ich glaube, hier ist nichts neu. Aber das Problem ist, ich kenne diese ganzen Sachen hier auch nicht. Was? Du kennst nicht den Zahnarzt? Ja, doch, aber jetzt nicht so auswendig, dass ich sagen könnte, okay. Nee. Okay, ich glaube, hier wird es nicht sein wahrscheinlich. Okay. Noch 1 Minute und 10 Sekunden. Okay, das wird wahrscheinlich klappen. Oh Gott, ich hätte jetzt gesagt, hier vielleicht irgendwas mit diesen Milchshakes, aber nee, die scheinen hier schon hinzupassen. Was ist das hier? Was meinst du? Ja, keine Ahnung, dieses Gerüst da oder was auch immer das ist. Aha. Okay, ja. Du hast auch nur noch 50 Sekunden Zeit, Mayo. Ich schaff das, alles gut. Ist diese... Nee, oder? Nee, die Box steht da schon immer. Okay, das wird auf jeden Fall mega schwer. Aber das hier sieht auf jeden Fall nicht richtig aus. Weiß ich nicht, Mayo, aber du hast nur noch 30 Sekunden. Okay, ich sag, das hier ist es. Okay, das hier sieht auf jeden Fall nicht richtig aus. Das ist es nicht. Nee, sorry. Hä, das sieht komplett verbuggt aus. Brokios? Was ist denn das? Weiß ich nicht. Okay, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich ungefähr hin muss. Also wahrscheinlich, warte mal. Warum ist... Hä? Okay, keine Ahnung. Dann gebe ich hier... Du hast nur 10 Sekunden Zeit, Mario. Und du weißt jetzt, was ich für ein Props benutzt habe. Für ein Props? Okay, ja, alles klar. Ein Props. Okay, 2, 1. Oh nein. Und die Zeit ist vorbei, Mario. Soll ich dir zeigen? Okay, ich glaube, ich werde auch nicht mehr darauf kommen. Nee. Aber du kannst es mir gerne zeigen. Ja, dann komm einfach mal mit, wenn du Oh mein Gott. Ja, aber das passt halt hier perfekt hin, sage ich dir so, wie es ist. Ey, unnormal gut. Und du sagst so die Milchshakes und ich so, oh mein Gott, Mario. Oh mein Gott, Leute. Oh, das war wirklich ein sehr gutes Versteck von dir, sage ich dir ganz, ganz ehrlich. Aber jetzt werde ich dich auf jeden Fall ein bisschen im Dunkeln tappen lassen, würde ich sagen. Du gehst jetzt an die Wand und... Ja, wartest dort, bis dass ich dich abhole. Ja, okay, Mario, ich hoffe, du machst es nicht allzu schwer. Bis gleich. Ja, bis gleich. Okay, Leute, dafür habe ich mir auf jeden Fall jetzt schon das Perfekte ausgesucht. Wir haben nämlich hier etwas ganz Besonderes. Und zwar werden wir dieses Item benutzen, hier in dieses Geschäft reingehen und hier ganz einfach, komplett simpel, hier raufgehen und einfach einmal zack machen. Und damit haben wir das schon perfekt. Ich muss es nur noch... bisschen anders positionieren. So, nee, das war falsch. Ein bisschen so, würde ich sagen. Perfekt. Und damit haben wir es auch schon. Oh mein Gott, Leute. Schreibt in die Kommentare von 1 bis 10, wie krass ihr das Ganze findet, Leute. Ich würde mal sagen, wir holen jetzt Emily ab und sagen ihr, dass sie suchen kann. Oh, Emily, hallo. ja, bist du schon fertig? Ja, ich bin tatsächlich fertig, Emily. Okay, kann ich dann die Zeit starten? Ja, natürlich kannst du die Zeit starten. Okay, und go! Und Mario, willst du mir direkt erzählen, wo du es hingelegt hast? Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es auf der gleichen Seite ist, wie es auch bei dir war. Okay, ey, red doch nicht so langsam, ey. Ich hab nur 2 Minuten 30. Hä, du hast bei mir safe eine Minute geredet. ja, wollen wir mal schauen... Und ich fange, glaube ich, direkt mal mit diesem Waschsalon an. Nee. Du hast über 3 Versuche, das Richtige zu erraten, würde ich sagen. Hey, das gibt's auf jeden Fall, glaube ich, nicht bei den Props. Oh mein Gott. Mario, ich muss dir leider was sagen. Ja. Ich hab's gefunden. Was? Mario, ich hab den... Weißt du, warum? Das habe ich eben mal benutzt und ja, deswegen weiß ich, dass das hier ein Prop ist. Willst du das einloggen? Ja, diese Teller und die Gabel und das Messer. Okay, 100%? Ja, das ist es zu 1000%. Okay, Leute, und ich muss leider sagen, ja, du hast recht, ist okay. Oh mein Gott, Mann! Zum Glück habe ich mir das eben nochmal angeschaut. Und ich muss sagen, ja, weil hier nirgendwo sonst Teller waren, war es halt sehr, sehr offensichtlich, leider. Hä? Aber das hätte ja sein können. Ja, nö. Oh, Mann, Zum Glück habe ich mir die eben noch mal ein bisschen angeschaut. Hä? Alter, ich bin viel zu gut, Mario. Ganz ehrlich, mal schauen, ob du warum das bist besser du, machst. Warum bist du direkt ins Restaurant gerannt? Hä? Du Schummler. Ich bin doch erst mal in den Waschsalon
Luftballon gerannt. Schreibt dann in die Kommentare, dass Emily geschummelt hat. Ja, Freunde, eigentlich habe ich ihn verfolgt. Das wird mich bei dir gar nicht wundern. Okay, aber ich würde sagen, du darfst jetzt wieder verstecken und ich gehe wieder an die Wand. Okay, viel Spaß. Danke. Okay, Freunde, ich glaube, ich habe da schon so eine kleine Idee. Ich habe mir jetzt gerade auch noch mal ein paar Props angeschaut. Oh Gott, was ich glaube, was ich jetzt vorhabe, ist doch gar nicht so schlau. Denn ihr seht es, ja, hier ist genau das, was ich nicht brauche. Ich brauche nämlich, oh Mist, Freunde, ich brauche das hier. So, hoffentlich fällt das Mario nicht auf. Dann brauche ich das hier und zwar ganz genau, habt ihr es gesehen? Genau das hier, Freunde. Oh mein Gott, ja, okay. Und wir stellen das genau, fast, Freunde. Hier? Ist das gut? Ich glaube, das muss noch ein bisschen nach vorne. Eine Sekunde, Freunde. Ich glaube, so ist das eigentlich echt gut, oder? Freunde, ich glaube, ich lasse das so. Oh mein Gott, das ist sehr krass. Wenn Mario das findet, dann ist der echt heftig. Also Mario, ich komme jetzt zu dir, denn du kannst anfangen zu suchen. Okay, Mario, dein Timer startet genau jetzt. Okay, tipp, tipp, tipp. Auf der einen Seite wieder auf der. Okay, hier. Alles klar. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was du da benutzt hast und ob ich es natürlich sofort erkennen werde. Mhm. Ich weiß es nicht. Und die Frage ist, in welchem hast du es denn versteckt? Also hier wahrscheinlich nicht. Ja, schau dich mal um. Du musst überall gucken. Das würdest du niemals sagen, wenn du es hier versteckt hättest. Deshalb würde ich sagen, ich gehe auf jeden Fall woanders hin. Okay, ist hier was anders? Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass hier irgendwas anders ist, oder? Ich weiß nicht. Schau dir alles genau an, Mario. Warte, das hier sieht komisch aus, aber nee, das ist doch... Nee, das ist richtig. Okay, alles klar. Jetzt sehe ich. Warte mal, wie siehst du denn eigentlich aus? Ich sehe mega komisch jetzt aus. Okay. Sus. Ja, genau. Okay, gucken wir uns hier ganz schnell an. Oh Mann, das Problem ist, dass wir echt nicht so viel Zeit haben, ne? Nee, nur noch 1:30. Oha, als ob jetzt schon 1 Minute um ist, Mann. Ja. Ey. Okay, alles klar. Hier haben wir eine Tür. Okay, ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Ich würde sagen, ich gehe weiter. Ich denke, glaube ich, viel zu kompliziert, oder? Weiß ich nicht. Weiß gar nicht, wie du denkst. Also, denkst du überhaupt? Nö. Ja, okay. Dann schau einfach mal weiter. Du hast nur noch 1 Minute, Mario. Hä? Das hier sieht auch komisch aus, aber ich glaube, das hier ist auf jeden Fall echt. Hä, der sieht echt voll komisch aus. Ja, sag ich doch. Okay, warte, da gehe ich hier nach oben. Oh Gott, ich kenne den Raum hier gar nicht. Also doch, aber nicht gut. Aber ich denke auch nicht, dass du hier irgendwas versteckt hast, oder? Wer weiß, Mario. Nee, hast du nicht. Könnte überall sein, Mario. Hast du nicht. Ist dieser Brief hier? Dieser Brief, lag der schon immer da? Ich hätte jetzt nein gesagt. Oh, aber ich kann den auf jeden Fall in die Hand nehmen. Okay, ich sag, es ist der Brief. Ich habe 3 Versuche. Ist der Brief? Nein, ist nicht der Brief. Oh Mann, 30 Sekunden, Mario. 30 Sekunden, okay, dann muss ich ganz kann dir auf schnell... jeden Fall sagen, du warst schon in den Raum. Dann muss ich wieder zurück. Ja, zack, zapp, wirst du es finden. Okay, hier war es zu 100% Mario, nicht. Mario, du hast nur noch 15 Sekunden. Ja, gib mir einen Tipp, schnell. Nö. Ey. Och nee, Mann, als ob es echt da oben ist. Okay. 4, es ist 3, das hier, Kassenband. Was? Kassenband? Was denn hier? Was hier da? Kassenband! Ja. Dieses schwarze Dings. Ja. Mario, dein Ernst? Ja. Soll ich es dir zeigen? Warte, ich habe ja noch einen Versuch. Ich kann einmal raten noch. Warte, was nehme ich denn von hier? Ey, warte, deine Zeit ist vorbei. Stopp, nein. Stopp meine Versuche. Doch. Und weg ist es. Was? Ja. Krass, oder? Ey, das kann doch nicht sein. Wie gut kannst du Sachen verstecken? Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Oh, ich habe jetzt, es steht jetzt 1, nee, warte, steht 3-0? Was? Als ob? Ja, du hast mich einmal besiegt und zweimal hast du dein Objekt gut versteckt. Ja, also ich drehe mich jetzt wieder um. Vielleicht hast du ja eine Chance auf ein 1:3. Okay, Leute, ich habe mir jetzt was ultra krasses überlegt. Und zwar, das wird Emily niemals finden. Emily ist gerade da hinten auf jeden Fall irgendwo und wartet an der Wand. Sehen wir die? Die steht auf jeden Fall irgendwo da rum. Da steht die rum. Und ich habe mir gedacht, ich werde einfach hier hingehen. Ja, da oben. Ganz entspannt. Und dann werden wir hier einfach
Moment, jetzt nehmen wir was ganz Spezielles. Und zwar zack, das hier. Leute, glaubt ihr, das wird auffallen? Ich glaube nämlich, dass das nicht auffallen wird, oder? Ich bin mir nicht so sicher, aber ich sag euch ehrlich, das sieht eigentlich voll gut aus, oder? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Wir werden jetzt erstmal zu Emily gehen und, naja, ihr sagen, dass sie auf jeden Fall suchen kann. Okay, die Zeit startet auch schon. 2 Minuten 30, Mario, auf welcher Seite muss ich suchen? Auf der anderen Seite, wo du sonst immer gesucht hast. Also hier? Diesmal hier? Ja. Oha. Okay, dann wollen wir direkt mal schauen, Freunde. Und, oh mein Gott, ich glaube, hier könnte das echt schwierig werden. Oh Mann, ey, so gut kenne ich mich hier denn ehrlich gesagt gar nicht aus. Okay, nee, das Licht. Das Licht ist ein bisschen süß. Aber ich glaube, das Grüne hier vor mir. Genau das hier. Ja, das ist halt echt so die Sache. Ist es jetzt das? Nee, das ist da. Das ist da richtig. Okay, weiter geht's. Ich habe nicht mehr viel Zeit. 1 Minute 44. Wir gehen einfach mal in diesen Laden hier. Waren die Gläser schon immer da? Ja, ich denke schon. Okay, weiter geht's. Ich glaube, hier hast du nichts versteckt. Deswegen gehen wir mal ganz schnell. Also... Ja, das sieht ja wirklich mega komisch hier aus. Ja, das sieht da echt mega komisch aus, Mario. Hä, hast du das dahin platziert? Ja, nee, du ja? Vielleicht? Ich weiß nicht, log's doch mal ein. Guck nach. Ja, okay, ich habe 3 Versuche. Mario, ich locke diesen ATM ein. Bist du sicher? Ja, sehr, sehr sicher. Ach, Mann, Emily, ich hasse dich. Was? Das war richtig? Ey, Mario, ja. Du bist so schlecht. Oh mein Gott, das ist so auffällig. Aber, nee, es war eigentlich doch ganz Mann, gut. Ey. Aber ich glaube, ich bin halt zu gut in diesem Spiel. Okay, Freunde, ich glaube, in dieser letzten Runde habe ich etwas gefunden. Aber, Freunde, das ist sehr, sehr riskant. Oh mein Gott. So, warte, ich muss die Props mal aus der Hand nehmen. So, zack. Okay, ich weiß, dass Mario sich zu 100% hier nicht mit auskennen wird. Deswegen, Freunde, das sieht doch eigentlich gut aus, oder? Sollen wir das lieber, weg damit. Sollen wir das lieber hier hinstellen? So, oh, wartet mal eine Sekunde. Hä? Ah, hier kann ich das verstellen. So, zack. Freunde, oder... Nee. Okay. Ich habe jetzt einen Ort. Ich stelle das genau hier hin. Das sieht gut aus, oder? Das fällt hoffentlich nicht auf. Okay, ich gehe jetzt wieder zum Mario. Oh Mann, bin ich aufgeregt. Das ist die letzte Runde. Jetzt entscheidet sich alles. Mario, alles oder nichts. Wirst du diesen Prop finden? Niemals. Naja, ich würde mal sagen, natürlich werde ich ihn finden. Okay, deine Zeit startet. Let's go. Okay, wo? Du musst auf diese Seite hier. Okay, sehr gut, danke schön. Ich wollte mich nicht in die Schaukel setzen. Okay, warte. Okay, werde ich es finden? Weiß nicht. Also, ja, geh mal deine Läden wieder durch. Nee. So einfach mache ich das nicht. Okay. Mhm. Ich habe auf jeden Fall jetzt alle Props angeguckt. Das heißt, ich weiß, was es so gibt. Hä, was ist das okay. da? Okay, egal. Okay. Hier ist alles normal. Ich glaube, das war viel zu auffällig. Okay, Mario, du hast nur eine Minute 50 ungefähr. Also du kannst ganz entspannt einfach hier rumlaufen. Ganz easy peasy. Okay. Lass mich mal das Ganze hier abchecken. Ich hoffe, ich war auf jeden Fall noch nicht in dem Raum. Das ist das Handy hier. Oh mein Gott, okay, Mario, ich fahr nach Hause. Es war echt schön mit dir, okay? Was, richtig? Freunde. Ja, natürlich, Hallo. Das ist auch viel oh so auffällig. Oh mein Gott, als ob. In diesem Haus darf Emily auf jeden Fall das erste Prop verstecken, was ich finden muss. Okay, Freunde, ich bin jetzt hier wirklich sehr, sehr lang durch das Haus gegangen. Und ja, um ehrlich zu sein, ist es gar nicht so einfach, hier ein Prop einfach so zu verstecken. Aber, Freunde, ich bin ja nicht Emily, wenn ich nicht Emily bin. Ja, auf jeden Fall, schaut jetzt einfach mal hin, was ich hier mache. Und zwar so, Freunde, guckt hin. Das sieht krass aus, oder? Ich muss das jetzt nur noch richtig positionieren. Und ich glaube, Alter, Freunde, fällt das auf? Ich glaube schon. Aber ich glaube, vielleicht lassen wir das auch.
Freunde, ich lasse das jetzt einfach mal. Ich glaube zwar, dass Mario das schnell finden wird, aber für die nächste Runde habe ich auf jeden Fall was Krasseres, was der niemals im Leben finden wird. Deswegen, lieber Mario, du darfst jetzt anfangen zu suchen. Okay, bist du sicher, dass ich jetzt anfangen kann zu suchen? Ja, lieber Mario-Nase, ich bin mir sehr sicher. Okay, alles klar. Ich habe keine Ahnung, wie das Haus vorher aussah und wie es jetzt aussieht. Also keine Ahnung. Sehr gut. Das Einzige, was halt sehr gut ist, weil wenn man hierzu so Apfel oder Bananen geht, da kann man die in die Hand nehmen und dann weiß man, ob die echt sind, weißt du? Ja, du bist schon ein Schlaukopf. Okay, gehen wir erstmal hier rein. Hast du eine Waschmaschine platziert? Nee, hast du wahrscheinlich nicht. Okay, lass mich mal hier angucken, was hier alles gibt. Also erstmal, warte mal, haben wir eigentlich einen Timer so mit Zeit? Warte mal, das müssen wir noch machen. Oh Mann, bist du ein Noob. Ich nutze die Zeit. Ja, nein, ich mache die sofort. Ja. Wir müssen aber jetzt schon mal 30 Sekunden runter. Hä? Was? Nein. Also 2 Minuten bekommst du. Okay, 2 Minuten, ja. Und let's go. Okay, ab jetzt 2 Minuten, let's go. Das heißt, wir suchen, okay, hier nicht. Das hier vielleicht? Nein, das kann ich nehmen. Das ist eine Haarbürste. Gibt es hier Secrets in dem Haus? Also wahrscheinlich schon, oder? Ja, bestimmt, aber ich kenne mich gar nicht mit diesem Haus aus. Ja, ich auch nicht, aber du hast nichts im Haus versteckt, oder? Kann das sein? Doch, das hier vielleicht. Ja, soll ich dir das jetzt sagen oder soll ich dir nicht sagen? Ich weiß es nicht. Hä? Was ist das hier? Boah, okay. Kennst du diesen Raum gar nicht? Nein, okay, weg, weil du hast wahrscheinlich nichts da versteckt, weil... warte mal, wo bist denn du? Ich bin weg. Aha, du bist hier. Okay, dann wollen wir mal schauen. Du weißt, wie fies ich verstecken kann. Ja, ich weiß wirklich, wie fies du verstecken kannst. Aber die Frage ist, hast du etwas so versteckt, dass ich es niemals sehen kann? Soll ich dir das beantworten? Ja. Du kannst das sehr, sehr gut sehen, aber du hast noch eine Minute. Hä, aber warte mal, warte. Wo hast du das denn versteckt? Ja, soll ich dir das jetzt einfach so sagen? Das hier? Nee, nee, das gehört zum Ofen. Alles gut. Ich kann es sehr gut sehen, sagst du? Ja. Ist es hier draußen? Warte! Okay, es ist hier draußen. Alles gut, okay, alles gut. Du hast nur noch 30 Sekunden, Mann. Hä? Aber ich finde gar nichts. Also ich sehe gar nichts, was du platziert haben könntest. Sag mal, geht's noch? Dann mach mal deine Augen auf. Hä? Also bin ich jetzt so blind? Ja, du bist schon dran vorbeigelaufen. Okay, habe ich schon berührt? Nee, ich glaube tatsächlich nicht, aber du hast nur noch 20 Sekunden. Das hier? Was? Nee, das ist ein Ast. Das ist Mann, ey. Wow. Oh Gott. Wow. Okay, nach 20 Sekunden muss ich irgendwas einloggen, oder? 10 Sekunden, Mario. Oh, du hast aber nicht... Hä, ich sehe gar nichts. Hä? Okay, was... Bin ich so ein Noob? 1, 3, 2, 1... ich bin runtergefallen. Irgendwas ja? Hier halt in diesem farbigen Dings, oder? Ja, nee, absolut nicht, okay. Mario. Also komm mal wieder in den Garten, ich zeig dir jetzt mal, wo es ist. Oh mein Gott. Oh Mann, bin ich so ein Noob? Dass du das nicht gesehen hast, ne? Du bist ein Noob. Lieber Mario, du wirst dich gleich schämen. Soll ich dir zeigen? Oh nein, bitte sag mir nicht, ich hab was verpasst. Ja, sollen wir mal hier in dem Bereich bleiben? Sieht nicht irgendwas ein bisschen komisch aus? Nein? Der Busch? Okay, bleib mal genau da stehen. Ich komme einfach mal von der anderen Seite. Oh mein Gott, was? Hä? Krass, ich habe gar nicht hier gesucht. Oh, aber ich hab das sogar gesehen und dachte mir so, weil das sieht voll gut aus, es wird das dazugehören. Ey, ohne Witz, danke schön. Oh Mann. Alter, dass du das nicht gesehen hast, Mario. Ja, der Punkt geht eindeutig an mich. Oh mein Gott. Okay, dann darf ich jetzt was verstecken, oder? Mhm, ganz genau. Und ich suche mir das Haus aus. Okay. Und Mario, ich entscheide mich jetzt einfach mal für dieses Haus hier.
Und ich würde sagen, das macht es mir ein bisschen schwieriger, weil hier schon einige Farben sind. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Haus. Ja, und versteckt richtig, richtig gut, Mario. Okay, Leute, ich glaube, ich habe schon die perfekte Idee, wo ich etwas verstecke. Ich muss natürlich ein bisschen leiser reden, damit Emily mich nicht hier hört. Und natürlich ein bisschen aufpasse, was ich sage. Wir gehen auf jeden Fall hier hin. Und wenn wir uns hier hinstellen, können wir so hier das hier machen. Genau, Leute, dann sind wir hier. Und hier hinten können wir einfach so. Perfekt. Und ja, das passt nicht so ganz hier hin. Vielleicht so. Oder? Oh nein, jetzt habe ich kaputt gemacht. Warte, Moment. Oder einfach so. nee, das machen wir nicht. Wir machen anders. Wir machen einfach das hier. Wir lassen das einfach so und... Ah, ich weiß nicht, ob das so gut hier hinpasst. Moment, wir machen das ein bisschen so, oder? Also irgendwo stellen wir das auf jeden Fall hier hin. Ich glaube, das ist gut. Das wird Emily niemals erkennen. Das ist unmöglich, das zu erkennen. Okay, Emily, du Pupskopf, du kannst kommen. Du bist... komm, hallo? Wo bist du? Okay, Mario. Ich komme und ich bin so... warte mal, ist es dein Ernst? Ich hab's gefunden. Warte, stopp. Ja? Stopp. Ja? Warte. Ja? Deine Zeit beginnt ab jetzt. Let's go, du kannst anfangen zu suchen. Okay, let's go. Und ich muss sagen, ich bin echt aufgeregt. Mhm. Sieht die Küche hier irgendwie anders aus oder so? Ich weiß nicht. Warum hast denn du so verdächtig gelacht? Okay, das ist, ja, schwieriger als gedacht. Warte mal. Aber ich glaube, durch die Props kann man gehen, stimmt's? Weiß ich nicht. Ich meine schon, dass man durch Props gehen kann. Gibt es Pflanzenprops? Ja. Oh Gott, sag mir jetzt nicht, du hast hier einen Pflanzenprop hingestellt. Ich weiß nicht. Ja, das wird nicht so nett. Oh Gott, gucken wir mal weiter. Du kannst ja mal gucken, wo keine Pflanze hingehört, wenn du willst. Hä? Wo soll ich denn wissen, wo keine Pflanze hingehört? Ja, okay. Ich weiß nicht, oder wie du durchlaufen kannst oder so. Ja, was ist das denn? Hä? Stand das schon immer da? Alter! LOL! Das kenne ich gar nicht. Und du? Nee, ich kenne das auch tatsächlich gar nicht. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Du hast noch ganz genau 40 Sekunden. Oh mein Gott. Ey, Leute. Das wird schwer. Kann man schon immer durch diese Mikrowelle gehen? Ich weiß nicht. Aber man kann die öffnen. Ich glaube, mit Props kann man gar nicht so interagieren. Alter. Weiß ich nicht. Das ist so schwer! Oh mein Gott, ich hätte niemals gedacht, dass das so schwer ist. Mhm, also, hast du irgendwas, was du einloggen willst? nee, aber du hast nur eine Sache hingestellt, ne? Also du hast jetzt nicht hier mehr. Ja, auf jeden Fall. Fünf, nein, vier, nein. Drei, zwei, eins und die Zeit ist vorbei. Ja, ich höre es. Ich, ja, Mario, ganz ehrlich. Was loggst du ein? Ich habe gar keine Ahnung. Oh Gott, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Warte, ich komme noch ein letztes Mal hoch, denn, oh Gott, das wollte ich nicht. Oh Gott, das wollte ich auch nicht. So, irgendwie finde ich dieses Ding hier unnormal sus. Aha. Aber... Loggst das ein? Kann man nicht laufen. Also durch Props kann man laufen. Bist du sicher? Ja, ich logge es trotzdem ein. Sagst du, das hier ist mein Objekt? Nein, das ist es nicht. Aber das ist das Einzige, was gerade ein bisschen sus ist. Deswegen. Okay, dann sage ich dir, ob das es ist oder nicht. Und du hast recht. Was? Das ist... Nein, hast du nicht. Oh mein Gott. Da steht 1-1. Okay. Wir sind beide Noobs und haben beide das nicht gefunden. Ich zeig dir jetzt mal, wo es ist. Komm mal her. Ja. Emily, komm mal mit. Jetzt kennst du das hier? Ey, sag mir jetzt nicht. Du, oh mein Gott. Guck, das hier. Oh mein Gott, Freunde. Das kann doch nicht sein. Okay. Wir gehen in diese Richtung. Okay, dann spielen wir jetzt unfair. Let's go. Was für unfair? Okay, da Emily es nicht geschafft hat, das zu finden, darf ich jetzt wieder ein Haus spawnen. Und wir gucken uns einfach mal an. Ja, welches Haus ist vielleicht einfach? Das hier, würde ich sagen. Hier darfst du etwas verstecken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Verstecken, Emily. Ja, vielen Dank. Okay, Freunde, ich habe es schon versteckt. Und
Ihr müsst es jetzt auch mal finden. Freunde, seht ihr es? Es war gerade ziemlich gut zu sehen. Und zwar genau das hier. Ich bin mal gespannt. Es ist ein bisschen offensichtlich, ja. Aber naja, diese Tür eben war auch ziemlich offensichtlich. Und Mario hat die trotzdem nicht gefunden. Also, mein lieber Mario, du kannst suchen. Okay, ich bin auf jeden Fall bereit, um dein Versteck da zu finden. Und hast du die 2 Minuten wieder für mich? Gut, dass du das sagst. Eigentlich muss ich jetzt auch 30 Sekunden abziehen. Ich meine, die hast du ja eben bekommen. Aber deine 2 Minuten starten in 3, 2, 1 und go. Okay, ich, dieser Staubsauger sieht sass aus, aber oh, nee, 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 nee. Ja, das sieht wirklich sass aus, aber das sagst du mir so. Okay, warte, diese Blumen? Boah, die sind auch unnormal sass. Willst du die einloggen? Hallo, warum bist du diese, Okay. Hier sieht nichts sass aus. Das hier sieht sass aus. Oh mein Gott, das sieht echt sass aus. Aber das... würde ich das da einfach so hinstellen? Nein, du wirst dir irgendwas Besseres überlegen. Denke ich mal. Nee, das sieht schon richtig aus. Dieses Buch auf dem Boden? Nein. Klopapierrolle? Oh mein Gott. Oh mein Gott, hast du das hier platziert? Weiß ich nicht. Willst du das einloggen? Oh nein, ich weiß nicht. Da kann man auch durchlaufen. Aber wir haben eben gesehen, was man... Warte mal. Stimmt, das war ja eben gar nicht den Prop. Ich habe mich voll vertan. Ja, okay. Mach einfach weiter. Hast du wieder draußen irgendwas? Kannst du mir nur sagen, ob es draußen da drin war? Das sage ich dir erst. Ah, okay, die Minute ist vorbei. Okay, drinnen. Okay, alles klar. Also hast du es hier drin versteckt? Ja. Du hast nur noch 40 Sekunden ungefähr. Ich bin mir nicht sicher, hier bei diesem Tisch bin ich mir nicht sicher. Oder hier bei diesem Tisch. Ja, komm, ich gebe dir 3 Versuche, ja? 3 Versuche? Okay, ich sag den Tisch. Tisch. Ja, nö. Okay. 3 Versuche. Ja, 30 Sekunden, Mario. Du warst auf jeden Fall schon da. Ich weiß nicht. Oben im Ball. Also dieses. Das Ding. Die Spinne! Spinne! Ja, Spinne! Mario, oh mein Gott! Oh mein Gott, ja. Emily, du Noob, warum? Hä? Hä, was denn? Aber okay, die hat man nur gesehen, als man hier hochgeklettert ist. Ja, oha. Sonst, ja. Oh mein Gott, aber ich bin echt stolz unsichtbar auf dich, aus. Mario. Dankeschön, ich bin auch stolz auf mich. Also, ein Punkt geht an dich. Dankeschön. Okay, Freunde, Mario hat ja jetzt einen Punkt. Ich muss es ihm ein bisschen schwieriger machen. Deswegen, ja, lieber Mario, das ist dein Haus. Emily, ist das dein Ernst? Hier muss ich was verstecken? Ja, ganz genau. Oh Mann, okay, dann werde ich mir erstmal ein Versteck aussuchen. Wer es nicht weiß, das hier ist mega schwer, um etwas zu verstecken. Boah, ich weiß es nicht, Leute. Wo könnte man hier was verstecken? Okay, Leute, ich habe auf jeden Fall eine mega, mega coole Idee, was ich verstecken kann. Ich werde nämlich das hier verstecken. Und ihr fragt euch bestimmt, wie man das hier verstecken soll. Und ich habe auf jeden Fall mega die coole Idee. Und zwar werde ich das hier verstecken oder es versuchen, hier zu verstecken. So ein bisschen so. Warte. So. Vielleicht so, Leute. Sieht das gut aus? Also, da sieht man es auf jeden Fall nicht. Ey, hä? Aber ohne Witz, Leute, schreibt mal in die Kommentare von 1 bis 10, wie gut das Versteck ist. Aber das wird sich auch gleich zeigen, sobald Emily an der Reihe ist. Aber ich glaube persönlich, dass Emily das hier nicht finden wird. Okay, holen wir erstmal Emily ab. Emily, du kannst suchen. Okay, Mario, ich bin bereit. Du kannst direkt die 2 Minuten starten. Warte. Ich krieg jetzt hier 30 Minuten plus. Die Zeit beginnt ab jetzt. Okay, also das ist die Zeit, die läuft jetzt. Okay, Emily, warte, wo bist du? Ich muss dich auch beobachten. Ich will wissen, wo du bist. Ich glaube, ich habe es mir ehrlich gesagt schwieriger gemacht, als ich wollte. Definitiv. Hast du oben alle Räume durchgeschaut? Nö, ich fliege jetzt einfach erstmal hier durch, ob ich irgendwas Hasses sehe. Ich habe verloren, wo ich was hinplatziert habe. Also ich weiß es, ich weiß nicht, wo es ist. So wie ich dich kenne, hast du das wahrscheinlich auch richtig heftig versteckt, oder? Das wirst du sehen. Okay, ich bin jetzt hier auf jeden Fall, aber hier ist nichts. Dann können wir mal weitergehen. Freunde, das ist normal. Hast du den Geheimraum gefunden? Ja. Okay. Das ist auch alles völlig normal.
Ist hier irgendwas versteckt, lieber Mario? Ich weiß nicht. Ist hier vielleicht irgendwie sogar eine Spinne oder so? Ich weiß nicht. Okay, du weißt nichts. Warte mal, ich war noch gar nicht auf Klo. Aber hier aber du musst auch oben noch suchen. Aber du hast nur noch eine Minute, Emily. Das heißt, so viel Zeit bleibt dir nicht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das hier oben ist. Jetzt muss ich halt, nur noch das gute Stück finden. Alter, das ist sehr, sehr schwierig, Mario. Lolli, kann man durch? Ehrlich gesagt, ich glaube, ich finde das nicht. Also, ich gebe dir einen Tipp, weil du hast jetzt nur noch 35 Sekunden. Du bist dran vorbeigelaufen. Ja, danke schön für diesen krassen Tipp, ey. Ist das vielleicht... Okay, soll ich dir noch einen Tipp geben? Ja, bitte. Es ist in der anderen Etage unten drunter. Oh mein Gott, wie viel Zeit habe ich noch? 20 Sekunden. Ey, das du kannst auch drei Sachen einloggen. Sag okay. Schnell. Okay, ja, ich weiß aber gar nichts. Oh mein Gott, mir fällt der Stuhl. Der ist es nicht. Willst du den einloggen? Ja. Okay, der Stuhl ist es nicht. Ja, ich wusste. 5, 4, 3, 2, 1. Es ist vorbei. Ja, Mario, ich habe gar keine Ahnung. Deswegen zeig mir einfach, was es ist. Okay, also gibst du einfach auf und gibst mir einen Punkt. Ich weiß es ist echt auch, nicht. Es ist auch mega, mega fies. Aber du hättest es theoretischerweise sehen können. Ich habe nichts hinter irgendwelchen Objekten versteckt, sondern einfach das hier. Siehst du das Weiße da? Was? Ist das deine Ehre? Dieser Feuer? Ey, Mario. Das oh Mann. Sowas von zu. Hä, das war doch mega einfach. Aber ja? hier konnte man nur schwierig verstecken. Ja. Also habe ich es einfach gemacht für dich. Ey, Freunde, dafür kriege ich auf jeden Fall einen Mitleidspunkt. Nö. Okay, Leute, ich habe mir auf jeden Fall das perfekte Haus ausgesucht, damit Emily auch mal einen Punkt bekommt. Let's go. Warte mal. Das perfekte Haus, damit Emily keinen Punkt bekommt. Emily, ich wünsche dir viel Spaß beim Verstecken in diesem Haus. Okay, Freunde, ich habe dieses wunderschöne Baumhaus bekommen. Und weil Mario eben so unfair war, sind wir das jetzt auch einfach mal. Freunde, wir setzen das hier mal drauf. Jetzt verändern wir das und zwar ist es das schon? Ja, Freunde, seht ihr das? Oh mein Gott, da sind auch schon ein paar mehr. So, das lassen wir jetzt einfach so. Und mein lieber Mario, das bedeutet, du kannst jetzt anfangen zu suchen. Let's go! Okay, ich bin auf jeden Fall bereit. Also, wir klettern erstmal diese Leiter hoch. Du hast Zeit, die Zeit zu starten. Ja, du musst runterzählen. Die Zeit startet. 3, 2, 1, go! Okay, ich fange an zu suchen. Was hast du versteckt? Das hier ist es nicht. Schönes Haus, oder? Was sagst du? Mhm. Ja, hier kann man richtig schön Sachen verstecken. Findest du nicht auch? Ja, wahrscheinlich schon. Aber die Frage ist, hast du es überhaupt im Haus versteckt oder hast du es unten irgendwo versteckt? Ich kann dir sagen, ich habe es im Haus versteckt. Okay, also das heißt irgendwo hier. Ich kann dir sogar sagen, ich habe es in dieser Etage versteckt. Okay, ist es so gut versteckt? Nö. Oh Mann, ey. Du kannst es ja trotzdem nicht sehen. Oh, der Spiegel hier vielleicht? Gibt es einen Spiegelprop? Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Ja, du musst das ja jetzt sagen. Oh Mann, ey. Okay, du kannst dreimal einloggen. Okay, dreimal. Ich sag diese Pflanze. Nö. Und okay. Du hast nur noch 1 Minute 10 Sekunden. Eine Minute, okay. Hä, warum gehst du runter? Ich weiß auch nicht, weil ich schon wieder vergessen habe. Der Spiegel. Genau. Spiegel. Nee, ein Versuch, Mario. Oha, ich weiß es nicht. Sag mir nicht, ist es dieses Buch? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, was ist das hier? Wow, man kann dahinter gehen. Ja. Willst du das einloggen, Mario? Nein. Das ist dein letzter Versuch. Ja, alles gut, ich nutze das alles noch. Warte, hier hast du... Und du hast nur noch 40 Sekunden. Oh Mann, ich weiß es gerade nicht. Warte, lass mich jetzt erstmal ein bisschen gucken noch. Ja, ich glaube, ich chill mich hier einfach mal ins Bett. Ich hab's gefunden! Nein! Da, die Spinne. Nein! Das kann doch nicht sein! Ey, Freunde, ich hab den einfach viel zu krasse Tipps gegeben. Ich geh nach Hause. Nein, ohne Witz, das war mega gut versteckt. Ja, ich weiß, aber trotzdem, ich habe dir viel zu viele und gute Tipps gegeben. Weißt du, wie gesagt, in dieser Etage. Nein, aber weißt du, weswegen ich da geguckt habe? Warum? Ich habe in meinem Kopf gedacht, warte, du hast bestimmt eine Spinne versteckt. Und da habe ich alles gesucht, was dunkel ist. Und ich sehe sofort das da und habe da sofort die Spinne drauf gesehen. Ja, Freunde, ich glaube, ich kann das nicht mehr gewinnen. Okay, Freunde, ich nehme jetzt dieses Haus und Mario...
Sag mal deine Meinung dazu. Okay, das ist auf jeden Fall dieses neue Haus, was mit diesem Farm-Update gekommen ist, ne? Ja. Okay, das Problem ist, ich war einmal ganz kurz hier in diesem Haus, als ich das in dem Livestream gezeigt habe, und das war's. Geh raus, raus! Du darfst es nicht vorher angucken. Geh, verschwinde. Aber versteck richtig schön, okay? Okay, ich verstecke so schön, wie es geht, okay? Let's go. Okay, Leute, also um Emily ein bisschen zu verwirren und hier was Cooles zu verstecken, habe ich das hier erstmal aktiviert. Dann habe ich mir ausgesucht, was könnte man hier verstecken? Und ich bin dann auf die beste Idee gekommen aller Zeiten. Und zwar, ich werde das hier benutzen, um das hier zu verstecken. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil einige Leute, die wissen auf jeden Fall, was hier so ist. Jetzt habe ich das wieder kaputt gemacht. Moment. So, okay, let's go. Das heißt, wir... wo machen wir das denn hin? Dahin? Nee, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Wir machen das einfach dahin. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Ort, oder? Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob das Versteck gut ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, Emily, ja? du kannst suchen. Okay, let's go. Okay, der Timer startet in 3, 2, 1, let's go. Der Timer ist an und die Zeit vergeht. Du kannst suchen, Emily, würde ich sagen. Und die Frage ist jetzt, ob du es sofort finden wirst oder nicht. Ja, dieses Wasser ist irgendwie sass. Das mache ich mal aus. Hast du vielleicht hier... sind die Kisten hier normal? Ich habe ja 3 Versuche, ne? Du hast 3 Versuche, um etwas einzuloggen. Also, aber du kannst auf jeden Fall 3 Sachen einloggen. Aber ich würde sagen, du hast noch 1:30 jetzt Zeit. Was? Nur noch so wenig? Okay, sag mir nur eins. Drin oder draußen? Ich würde sagen, das sage ich dir in 20 Sekunden. Oha, wie frech! Das ist echt gar nicht immer so leicht. Dieses Bild ist irgendwie unnormal sass. Ist es das? Ja, aber hier gibt es ja auch ein paar Verstecke. Okay, willst du wissen, wo es ist? Drin oder draußen? Es draußen, ist, oder? Warte, 3, 2, 1, draußen. Okay, ich wusste es. Gehen wir mal hier hin. Aber hier befindet sich... ist da was? Ich glaube nicht, Freunde. Also ich sag dir so viel, ich wollte da was drin verstecken, aber dann dachte ich mir, nee, das ist zu fies und deshalb habe ich nicht gemacht. Also es ist auf jeden Fall was, was du definitiv erkennen könntest. Ich wollte dir es ein bisschen leichter machen, damit du die Möglichkeit hast, diesen Punkt zu bekommen. Okay, ich logge mal die Kisten ein. Willst du die Kisten einloggen? Ja. Nö. Okay, ich wusste es. Warte mal, dieses Schild. Das ist dieses Schild hier. Willst du das einloggen? Ja. Willst du es einloggen, 100%? Ja. Und es ist richtig! Ja. Du hast es geschafft! Ich wusste es! Warte, wir haben jetzt alles oder nichts gemacht, ne? Das heißt, ich habe jetzt gewonnen. Nein, hä? Wir haben nicht alles oder nichts gemacht. Nein. Wir haben nicht alles oder nichts gemacht. Egal. Wo hast du das? Wenigstens habe ich einen Punkt. Ich glaube, das ist insgesamt sogar 2 Punkte, oder? Oder 3? Weiß ich gerade nicht mehr. Freunde, es müsste jetzt eingeblendet werden. Ich glaube, genau, hier ist es auf jeden Fall eingeblendet. Ich glaube, Emily hat auf jeden Fall 2 Punkte und ich habe 4, wenn ich mich nicht irre. Oha. Auf jeden Fall mega, mega stark, dass du das gefunden hast. Also, das hast du auf jeden Fall gut gemacht, Emily. Ja, danke schön. Okay, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's mit dem Video. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Folgen mehr in Zukunft zu verpassen. Aktiviert auch gerne die Glocke, um immer benachrichtigt zu werden, wenn ich ein Video hochlade. Schaut auch gerne bei Emily vorbei. Rechtzeitig könnt ihr für die ersten Videos abchecken. Und ansonsten schreibt einen Kommentar, wer das beste Versteck hatte bisher. Und ansonsten, das war's. Haut rein. Ciao. Tschüss.